So, hallo, wir machen weiter. Beim Super... Quatsch. Mario Maker eben nicht. Ich muss aber auch mal wieder Mario Maker aufnehmen. Es gibt mittlerweile ein neues Ninja-Dings. Das muss ich in der Zeit hinkriegen. Und wir machen weiter bei Xalabayas Adventure. Das letzte Mal haben wir uns hier durch den Computer oder durch den Prozessor oder was auch immer das hier alles ist, weitergewagt. Haben einen Drucker im Leben betrachtet und sind in Papier-Dings rumgelaufen. Oder keine Ahnung, jetzt sind wir jedenfalls beim Mamma Mia-Prozessor angekommen. Tut mir das weh? Nein, es löst aber dieses Ding aus. Wie so eine Wach... What the ho- holy moly! Okay, wie so eine, wie so ein... Na, wie so ein Wächter. Das heißt, nur wenn ich das berühre, kommt das Ding runter. Ansonsten interessiert sich das nicht für mich. Das ist gut. Das heißt, die Dinger berühren wir auf keinen Fall. Sonst schießen die mich gnadenlos ab. Oh. Ich darf die aber auch so nicht berühren. Woher soll man das wissen? Ich meine, das sieht jetzt von außen nicht so aus, als ob das tödliches Material wäre, was man nicht berühren darf. Ich mag den Hintergrund übrigens. Wow, was? Wie ist das denn jetzt passiert? Kann ich die einfach resetten eigentlich? Ja, null. Okay. Alter, das ist eine Hitbox. Sensationell. So, Nummer 3. Kann ich da runter? Irgendwie hatte ich... Irgendwie dachte ich, ich kann da vielleicht runter. Weiß auch nicht. So, also jetzt wieder schneller durch. Wir kennen den Anfang. Jetzt kommt wieder die komische Hitbox. Ja, seht ihr, ab wann ich den schon auslöse? Nämlich veralbern? Weit bevor ich das Ding berühre, löse ich den schon aus. Okay. Ach Gott, jetzt verbaut man sich sogar den Weg, wenn man die Dinger auslösen würde, ne? Okay, ich muss hier rum, ne? Ich darf den jetzt auf keinen... Wieso... Hä? Ich wollte gerade sagen, wie soll ich denn da dran vorbeikommen? Aber es hat funktioniert. Hä, aber hätte ich nicht einfach hier unten... War das nicht durchlässig? Wofür habe ich jetzt den Weg gemacht? Hä? Ich dachte vielleicht, das ist eine Yoshi-Coin oder irgendwas, aber da war ja nichts. Ach, ist das ein Quatsch. Hui! Okay. Nein! Oh, was? Hin? Hat man die gesehen? Was war das denn für ein fieses Versteck? War es ein Zufall, dass ich da gerade hingekommen war? Lol. Lol. Man muss die Dinge jetzt hier erwischen, damit man die letzte Yoshi-Coin mitnimmt. Was ist das denn? Richtig fies. So, wo ist jetzt mein Stern? Hallo? Gibt es keinen Stern, sondern nur Yoshi-Coins? Oder habe ich den Stern verpasst? Auf jeden Fall gibt es einen Boss. You've got to be kidding me, bootleg Mario. At least, revenge, you're gonna hear my last Mamma Mia. Ja, das muss jetzt wieder irgendein Insider sein, natürlich, den wir nicht kennen. Wir kämpfen gegen Bootleg Mario. Was bist du? Jo, du bist dieser Koopa. Okay, du bist dieser Koopa, alles klar. Damit komme ich klar. Womit ich nicht klarkomme, ist, wie sich das hier alles dreht. Holy moly. Also, es wirkt ja nur so. Es ist ja alles vertikal. Boah, das... Diese... Okay. Danke, dass ich den Pilz nicht mehr sammeln darf.
aber wir haben das Level geschafft. Okay, ich nehme an, es gibt hier keinen Secret Exit und man konnte nur so Yoshi-Coins sammeln. Dann wiederum ist es für mich sogar okay, dass die eine so komisch versteckt war, weil sie dann nicht notwendig ist. Oh, und nach dem Computer-Prozessor-Dings geht es jetzt ins Internet. Weiß nicht, ob ich dahin will. Das Internet ist aktuell... Also gut, jetzt wo ich aufnehme, ist es natürlich ein paar Tage vorher. Und ich habe keine Ahnung, was in 5-6 Tagen ist, wenn dieser Part hier rauskommt. Aber das Internet ist aktuell einfach nur eine Katastrophe. Diese Coronavirus-Bubbles, die Panik verbreiten wie sonst war. Ich könnte kotzen. Okay, wir sind im Internet oder auch nicht. Das Internet hat uns einfach wieder rausgeführt. Ach so, wir sind jetzt in Japan. Welcome to Japan. Okay, dann gehen wir jetzt in den Kirschblütenwald offensichtlich. Mensch, die Grafiken kenne ich doch irgendwo. Ach, Zelda. Ach, Zelda. Oha. Das hätte schief gehen können. Flop. So. Ja, die Grafiken hatte zum Beispiel auch Flo verwendet in seinem... Heck. Wo man so rennen musste mit den blauen und roten Münzen. Blauen und gelben Münzen. Also man musste dann, ne, ich glaube bei den blauen Münzen musste man immer Spin Jump und so weiter, keine Ahnung. Das war jedenfalls. Was sein, glaube ich. Wo ich mich jetzt gerade meine dran zu erinnern. Wo er dann erstmal gesagt hat, ja, du kannst bei jeder Statue kannst du einen Safe State machen und irgendwann habe ich einfach ein paar mehr gedacht. Wo muss ich jetzt wieder... Oh mein Gott. Ich will nicht wieder runterfallen. Man sieht das immer nicht von den Bäumen aus. Wo die Lücke ist. Ach, direkt hier ist der Midway Point. Ja, Mensch. Das heißt aber dann schon mal wieder, wenn ich jetzt irgendwo sterben sollte, muss ich das mit den Yoshi-Coins nochmal extra machen. Sofern ich sie brauche. Also müssen wir gucken, ob es einen Stern am Ende gibt. Oder nicht. Ja. Dann hat sich das mit den Yoshi-Coins gerade erstmal erledigt. Ich kann zwar gucken, wo sie sind, aber ich brauche sie nicht einsammeln. Vielleicht macht man auch einfach den gleichen Fehler zweimal hintereinander. Das ist vollkommen wahr. So. Hui. Also, Mission jetzt ist auf jeden Fall rauszufinden. Da ist eine Yoshi-Coin. Mission jetzt ist auf jeden Fall rauszufinden, gibt es einen Stern? Und wenn ja, warum? Nein. Da oben noch was? Nein. Bitte keinen Stern. Da wäre die letzte Yoshi-Coin. Wir brauchen hier keinen Secret Exit. Es gibt hier einfach nur so Yoshi-Coins, okay, und wir brauchen die nicht, okay? Jetzt weiß ich halt nicht. Okay, der läuft da. Das ist ein ganz gutes Indiz. Jetzt weiß ich... Ich muss nochmal ganz kurz zurückspulen. Sorry. Es könnte sein, dass da oben ein Stern ist. Das muss ich kurz kontrollieren. Ohne zu sterben, bitte. Nein, ich war oben. Okay. Gut. Puh. Dann haben wir das jetzt. Dann gibt es hier keinen Secret Exit. Dann brauche ich die Yoshi Coins auch nicht holen. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Ba-ba-da-ba-bam.
Wo soll der auch hinführen? Der Regen fällt und fällt und fällt und fällt und fällt. Oh, RIP-Framerate. Auch hier gibt's wieder Yoshi-Coins. Oh, gerade ein... Nein! Aber da ist ein Yoshi... Hä? Komm ich da ran? Ich komme ja hier nicht hoch. Vielleicht mit dem Springboard oder... Das sieht übrigens komisch aus. Das soll hier so runterlaufen am Baum, aber es sieht irgendwie komisch aus, wie wenn das Fäden wären oder sowas. Mit dem Springboard. Sag ich doch. Da müssen wir jetzt aber erstmal gucken, ob da oben irgendwas ist. Nope. Dann sind wir soweit erstmal clear und gehen hier hoch. So, da unten war die Yoshi-Coin Nummer 1. Jetzt komme ich nicht mehr. Jetzt komme ich gerade nicht mehr. Feder? Jetzt komme ich nicht mehr an die da oben ran. Das ist ja doof. Da muss ich von der anderen Seite wahrscheinlich hoffen. Kann ich überhaupt irgendwas mit dem... Okay. Okay, wir sammeln erstmal den Midway Point ein, weil, keine Ahnung. Der war jetzt nicht so weit weg von der ersten Yoshi-Coin. Das heißt, selbst wenn ich jetzt sterbe, kann ich die Yoshi-Coins eigentlich problemlos holen. So, die andere war da drin, dann haben wir ja schon alle vier, also fast. Da oben ist noch ein Mond, der interessiert mich jetzt nicht. Ich würde die letzte Yoshi-Coin interessieren. Hi. Okay, ich... Wow! Da fliegt der mit runter, der Kollege. Aber dann ist er jetzt wenigstens weg. So, jetzt darf ich nicht mehr runterfallen. Oder sterben. Da ist die letzte Yoshi-Coin. Na gut, dass wir das gesehen haben. Oi. Okay, jetzt gehen wir erstmal zurück. Zu den ersten zwei. Die war dann da hinten. Ja, na, da komme ich einfach ran. Deswegen habe ich den Midway Point auch ausgelöst. Weil das ist ja alles die gleiche, der gleiche Mist. Alles der gleiche Mist hier. Oh nein, ich komme da nicht mal hoch. Das heißt, es bringt gar nichts mit dem zu rangeln. Dann rangeln wir mit dem nicht mehr. Und hole jetzt einfach noch die Yoshi-Coin hier. Und dann haben wir wissen wir auch schon, wo die letzte Yoshi-Coin ist. Alles kein Problem mehr. Na, jetzt gibt es ja auch eine Feder. Die ist schon mal besser. Zack, Nummer 5. So. Jetzt ist nur die Frage, gibt es einen... Es gibt einen Stern. Der einfach nur das Levelende ist. Gut. Dann also nochmal durch und ohne Stern. Treasure on the Sea. Gut, wir machen erst noch den normalen Exit. Danach gehen wir auf Schatzsuche, anscheinend. Wait, ich brauche das jetzt ja gar nicht. Solange ich die Feder habe, müsste ich da ja auch so... Ja, wow. Easy! Jetzt komme ich sogar an den Mond dran. Noch mehr easier. Jetzt komme ich da einfach hoch auch. Hat er gedacht. Hat er gedacht, aber wir haben den Midway Point. Alles gut. Alles gut. Es ist nichts passiert. Gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Keine Fails. Alles in Ordnung. So, ja dann. Einfach mal unter dem Stern durch. Über den Stern durch. Also über den Stern drüber, meine ich. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwann auch gleich ein Levelende. Ich weiß gar nicht, wozu man jetzt den ganzen Quatsch da unten noch anschauen sollte. Weil man braucht es ja nicht. Man kann ja einfach hier drüber laufen. Also wozu baut man dann da unten das ganze Ding hin?
wenn man einfach den Weg hier oben entlang laufen lässt. Das finde ich ein bisschen... Oder ist da noch irgendwas? Wir gucken mal kurz rein. In die Gebäude. Warum die da sein könnten. Ich glaube, das sind einfach nur alternative Wege. Vielleicht, wenn man die Fehler nicht hat oder so. Oh, für ein Leben. Okay. Aber an sich... Ja, nicht so nützlich. So. Zack, haben wir auch das geschafft. Auf geht's auf Schatzsuche. Mal gucken, ob wir das One Piece finden. Und danach geht's dann zum merkwürdigen Invasor. Aber erst Treasure on the Sea. Wobei, es wäre dann der Schatz auf dem See und nicht im See. Oh, okay. So, lasst mich in Ruhe. So habe ich mir die Schatzsuche nicht vorgestellt. Ich dachte, wir fahren es irgendwie mit einem Piratenschiff durch die Gegend. Aber nein, wir schwimmen einfach. Da drüben ist eine Yoshi-Coin. Und hier unten geht es anscheinend sogar weiter. Das heißt, ich will mir die hier holen. Sonst ist hier nichts. Okay, cool. Ich habe in dem Moment, als ich losgeschwommen bin, gemerkt, dass das eine ganz dumme Idee ist. Aber da war es halt schon zu spät. Ach, Wasserlevel. Die Fische schwimmen so. Ich dachte, der geht weiter. Ah, oh, god dang it. Ich habe in Wasserleveln einfach keine Geduld. Lasst mich alle in Ruhe. Guck mal, jetzt dreht er einfach um. Einfach so aus dem Nichts dreht er einfach um. Warum? So, dann schwimme ich einfach hier oben drüber und dann kann ich hier unten drunter. Dann geht das hier viel schneller. Dann sind wir schon wieder da, wo wir vorhin gestorben sind. Easy. Ich hoffe, das Ding hat keinen Stern-Dings. Einfach nur Bonus-Yoshi-Coins, aber ich werde es mal holen, natürlich. Aber ich meine, es gibt hier wieder einen Midway-Point in der Mitte, das ist schon mal nicht so gut. Gibt's hier eine Blume? Blume wäre jetzt super. Kann ich die Dinger abschießen? Nee. Die auch nicht. Ja gut, das sind ja auch einfach Matsche eigentlich. Aber die Fische kann ich hundertprozentig abschießen. Die kann ich auch normal abschießen. So, Nummer 4. Traue ich mich da durch? Jo. Easy. Nummer 4 haben wir. Fehlt noch eine und dann werden wir sehen, ob wir einen Stern haben oder nicht. Dumm wäre nur, wenn es einen Stern gibt, müsste ich halt alles nochmal spielen. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Gehen wir erstmal oben rum. Um festzustellen, dass das offensichtlich nicht der Weg für die Yoshi-Coin ist. Komme ich jetzt andersrum an die Yoshi-Coin ran, ist die Frage. Oder ist es hier auch ein Alternativweg? Es ist hier auch nur ein Alternativweg. Kein Weg von beiden führt zu Yoshi-Coin. Gut. Dann halt nicht, ne? Nochmal ein... Nochmal ein Alternativweg oben und unten. Der auch wieder komplett irrelevant ist, weil einfach hier unten Yoshi-Coin ist. Okay. So, jetzt haben wir 5. Natürlich gibt es ein Ver... Immerhin kein Zusatzdings. Das heißt aber, ich muss nochmal durchschwimmen. Oh, ich will nicht. Warum? Das gibt halt... Das ist nicht die Art von Secret Exit, die ich gut finde. Wo geht das denn jetzt hin? Velberans Haus. Okay, da gehen wir nachher rein. AKA im nächsten Part, weil ich werde jetzt nur noch Normal Exit hiervon machen. Und
und dann den Part beenden. Das heißt, wenn ihr den Normal Exit hier nicht mehr sehen wollt, verabschiede ich mich schon mal von euch. Mehr wird nicht passieren. Außer, dass man halt noch sieht, wohin der Normal Exit führt, aber mehr wird nicht passieren. Außer es passiert noch irgendwas, womit ich jetzt nicht rechne. Aber mehr wird nicht passieren. Ich weiß es doch auch nicht. So, zumindest werde ich kein anderes Level mehr spielen. Das kann ich schon mal garantieren. So. Jup, 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 jup. Aber das hier, es geht halt echt. Wenn man die Wege kennt, dann geht es halt echt schnell. Aber es soll mir recht sein. Halt, da unten gab es die Blumen. Da würde ich die auch gerne mitgeben. Alla, geh weg. Ist schon recht. Mal. Du kannst mich auch mal. Easy. So. Sind wir schon wieder hier, Mensch. Ich hoffe, jetzt kommt zumindest noch ein bisschen Level. Und nicht, dass es einfach... Aha, hier gibt es den grünen Switch. Okay. Green Blocks activated! Ei. Achso, dann gibt es hier keinen Exit in dem Sinne, weil es einfach... Ja. Ja, insofern ist das tatsächlich jetzt wieder... Dann geht's einfach zurück. Okay, alles klar. Gut, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.